Ich glaube, sie haben ein bisschen die Sachen gebalanced mit den Münzen. Warum? Scheiße. Gibt es jetzt weniger Geld oder was? Ja. Oh oh. Und die Steuern sind noch gleich hoch oder was? Ja. Es war ja klar. Also. Ja, und auch die Items bei den Dorfbewohnern kosten jetzt mehr. Inflation oder was? Toll. Ja. Ja, dann gehe ich nicht mehr arbeiten hier. Dann machen wir dann selbst die Scheiße weg. Um? Satteltasche, Tierfutter? Nein, danke. Ich habe das nicht. Wenn es so weitergeht, dann müssen wir gar nicht mehr arbeiten, weil es ist ja scheißegal, ne? Also es. Also, was brauchen wir aktuell? Mut, Kohle. Können wir hier im Spieler in Aktien investieren? Also in-game meine ich. Da müssten wir GTA spielen. Nee, da kann man jetzt mittlerweile auch. In GTA kann man ja mittlerweile auch Versicherungen abschließen. Also, es gibt jetzt. Es gibt jetzt wirklich eine Versicherung in GTA, wo man sich versichern lassen kann für den Ingame-Tod. Das ist doch sowas von surreal. Also, sorry. Ingame-Tod. Also, noch jemanden beim Grabungsschuppen? Ja, du baust Billigholzzäune, ne? Du baust niedriger Stock oder niedrige Flach. Das hier, ne? Eins, was höher wäre, wäre nicht schlecht. Ja, höher willst du haben, okay. Eisenzäune! Ist gut. Da brauchen wir mal Kohle. Ich muss das Schema kaufen und ich habe nur 19 Gulden. Müsste aber 150 haben. That's the problem. Ja, I see the problem. Schaff Kohle ran, du Arsch! Nee, wäre jetzt fies. Gott, kann man jemanden anstellen, der das macht? Ja, das bin jetzt ich, der Angestellte. Ja, toll. Warum so, jetzt brauche ich einen Mann. Warum sehen die geharkten Felder wie Schotter aus? Ich check's nicht. Das ist, glaube ich, so die random Texturen. Sobald der Typ, dass er was pflanzt, wird das anders. Weil, wer steckt schon Samen oder Saatgut in Steinboden. Also das ist irgendwie total fail. Vielleicht ist das Kiesboden. Sehr stein. Na gut, Kies sind kleine Steine, ne? Also dem her, ja. Aber es gibt doch gewisse Pflanzen, die so einen kieseligen Untergrund brauchen zum Kultivieren. Ja, aber die meisten sind doch Erde und Co. Ja, eigentlich schon, aber was soll's. Es gibt ja immer Ausnahmen, ne? Das ist immer so gewesen mit den Spesen. Vielleicht ist das hier die maximale Ausnahme. Ach so, ja. So, können wir wieder ein paar Gesetzlose kloppen? Nee, wir können jetzt einladen hier Feldarbeit. Umerziehungslager, ey. Das ist auch so ein anderes Thema. Die Umerziehungslager von früher, ey. Das muss ich nicht, das bitte nicht wiederholen. Es wird ja immer noch heutzutage gemacht, einfach in anderer Weise. Und man fördert das ja auch, indem man billig Internetanbieter dazu auffordert, da zu bestellen. Dann. Ja, es ist. Ja. Es ist einfach mehr von Kriegsszenarien irgendwie halt zu gewissen. Ja, man macht es jetzt irgendwie, man lanciert jetzt. Man nimmt den Krieg raus, aber der Rest macht man irgendwie gleich, habe ich so das Gefühl. Ja, also, und verkauft es dann human für den Otto-Normalverbraucher zu Hause für 6,50. Hier hast du deine Nintendo Switch. So ungefähr, ne? Es fehlt irgendwie auch. Ich weiß nicht, irgendwie fehlt. Ich will es nicht verallgemeinern, aber kann es sein, dass viele irgendwie das Geld nicht mehr also richtig schätzen können? Also weißt du, dass irgendwie sagen, ja, das Ding ist jetzt irgendwie. Ich weiß nicht. Sieht man irgendwo einen Gegenstand, ne, der zum Beispiel zum Verkauf oder angeboten wird? Und da ist halt da jetzt zum Beispiel irgendwie
50 Dollar oder so, keine Ahnung, ne? Und im Internet gibt es diverse Anbieter, die das genau theoretisch, optisch im ersten Augenblick das gleiche anbieten, aber für 5, ne? Und verliert man dann nicht irgendwie so das Prinzip, dass man, dass man halt Geld richtig einordnen kann. Also man kann dann Gegenstände nicht mehr so richtig einordnen, weil man sieht, ja, okay, der verkauft für 50, warum soll ich für 50 verkaufen, wenn es der andere für 5 verkauft? Also, und dann irgendwie den Bezug zu Geld nicht mehr haben und dann komplett durchrasten. Das Problem dabei ist, Till, in der Schule lernt man finanzielle Intelligenz nicht. Man lernt nur, was schlecht ist, woran du schlecht bist. In der Schule, deshalb habe ich die Schule gehasst, du bist schlecht in Deutsch, ja, du bist dumm, das hast du vergessen zu machen, du bist scheiße, das ist schlecht, das hast du schlecht gemacht, da musst du dich verbessern. Du bist scheiße! Nee, also das war jetzt wirklich beschissen, wenn das jemand zu dir sagt, ne? Also sowas, ich weiß nicht, das macht irgendwie die Wertschätzung, das Gefühl einer ja. Was im Off? Bitte hör auf! Nee, es macht irgendwie wertschätzungstechnisch gar keinen Sinn. Also es ist ein totaler Haken, totaler Käse. Ich bin noch nicht beim Punkt gewesen, Till. Und zwar, durch das man in der Schule nur mit solchen dummen Bullshit gedingselt wird, lernt man eben diese finanzielle Intelligenz nicht. Auch das ganze wirtschaftliche. Deshalb, jetzt kommt's, werden die Leute, wenn etwas für 5 Euro möglich ist, das für 5 Euro kaufen, anstatt für 50 Euro. Die Moral spielt keine Rolle dabei. Das Geld hat nie Moral gehabt. Das aber ist so. Warum kaufen sie es für 5 Euro? Weil sie sich ja schon für ein Auto von 70.000, 80.000 Euro verschuldet haben mit Leasing. Jetzt sagen, ja, ich muss überall sparen, aber das Auto musste ich mir gönnen, weil sonst bin ich ja niemand. Ja, das neueste iPhone musste ich mir ja gönnen, sonst werde ich ausgelacht. So. Das ist das Problem, was wir haben. Dass man so geizig wird, weil man sich bis hoch hinaus verschuldet, weil man einfach keinen Bezug mehr zur Realität hat, weil einfach diese finanzielle Intelligenz fehlt, weil dir das niemand in der Schule beibringt, wozu auch, du wirst in der Schule nur, wird dir nur beigebracht, das ist schlecht, das ist gut, das musst du machen, dies und das und jenes. Ja. Das ist das große, große Problem und das spiegelt sich dann in solchen Dingens wieder. Das ist halt dann. Und logischerweise gibt es ja immer eine, die es ausnutzt, ne? Es ist ja irgendwo durch klar. Boah, mein Gott, sorry. Ist ja irgendwo durch wirklich aber klar. Aber es wird auch verlangt. Ich meine, warum gibt es diese Shops? Das wird verlangt von uns. Günstig, billig produzieren. Mhm. Weil niemand hat Kohle dafür. Also, was denken die sich? Ich muss eine neue Taktik finden. Das Bedürfnis. Ja, billig einkaufen und dann später. Es gibt auch wirklich von Shops, die kaufen eben bei den Billigheimer ein, ne? Also in Übersee und Co. Und machen einen eigenen Shop und verkaufen das Ding 1:1 hier bei uns mit einer .de zum Beispiel in Deutschland, .at in Österreich, .ch in der Schweiz, ne? Vermeintlich ein Schweizer Shop, den man theoretisch gesehen ja trauen könnte. Also du meinst Dropshipping? Nicht nur. Es gibt auch die schlimmeren Dinge, dass du wirklich bei uns an Lager nimmst, ne? Und dass er wirklich dann ab Lager wieder weiterverkaufst. Also nicht Dropshipping nimmst, dass dann der Dritte dann das Ganze verschickt, sondern eben fassadentechnisch schon aus der Schweiz kommt und auch das Ding, aber halt die Qualität total mies ist. Made in Switzerland. Jein. Ja, ja. Du darfst ein Made in Switzerland Label. Kommt drauf an, ob du jetzt wirklich daran gearbeitet hast oder ob das nur unverpackt. Aber bei Unverpacken ist es nicht. Gemacht. Made in Switzerland. Ich glaube, bei Unverpacken ist es, glaube ich, doch ein bisschen anders, aber grundsätzlich ja. Übrigens, ich habe jetzt 2 Felder gemacht. Ne? Ist das okay? Ist das nicht okay? Das ist perfekt. Frage ist, wir sind halt ein bisschen brokey-mokey. Haben wir irgendwo. Hier, Zwiebel, soll ich Zwiebelsamen? Zwiebelsamen säen? Du kannst die erst im Frühling säen. Ah, stimmt, man müsste ja mal anschauen, wann, wie, wo, ne? Wir
müssen. Im Frühjahr. Okay, was haben wir jetzt? Herbst. Ja. Wie, ich hab denn nur diese Samen? Ja, dann bringt das nichts. Dann ist es halt so. Ich bin mir am Überlegen. I'm dying of thirst. Dass wir Dingens in eine Mine gehen und ein bisschen Kupfer und Zinn abbauen. Solche Kräuter kann man nicht anbauen, ne? Nee, wie zum Beispiel Wegwarte und Co., ne? Ich glaube, wir müssen selbst kultivieren das ganze Ding. Du hast zwei Felder gebaut, ne? Ja, zusätzlich, jo. Das heißt, ich sag dem jetzt hier beim einen Feld Flachs, weil Flachs brauchen wir Garn. So. Bestätigen. Und Feld 4 sage ich ihm. Und ich gehe mal saufen. Macht er das für uns? Also, wir haben die Felder. Dann würde ich sagen, wir gehen pennen. Warte mal, nein, zuerst. Ich gehe mal duschen und dann. Wer in der Kräuterhütte Birkenmilch sammelt Birkenmilch. Das war auch super. Ich habe gerade Wasser getrunken und gleichzeitig auch bade ich darin. Also es ist 1:1 super, ey. Total genial. So. Ich möchte nämlich ein bisschen Werkzeuge verkaufen. Dafür brauchen wir Kupferzinn. Dann machen wir Werkzeuge. Also stellen wir Werkzeuge her. Und verkaufen dann die Werkzeuge im Dorf, um mehr Kohle zu haben, weil ich möchte. Bei mir geht's langsam in Richtung Till, dass wir als nächstes Schweine. Genau, du könntest. Außer du möchtest mitkommen, nachher mit Dingens. Hey. Wir können einen Schweinestall bauen, um Schweine zu züchten. Wir müssen doch zuerst irgendwie mit Feldern und Co. Wir haben einfach zu wenig Leute, irgendwie ist das Gefühl, für alle die ja, Aufgaben. Unsere Dynastie ist zu wenig dafür. Deshalb wäre mein Vorschlag, dass wir gleich in der Dingens gehen. Mine. Ich sehe gerade Roggenkorn, das kann man doch ansehen, oder? Ja. Und rote Betesamen, das ist auch im Nahrungsmittellager drin. Ja, das muss auch. Das steht da nicht. Das steht immer unten. Das muss im Materiallager sein. Aha. Roggenkorn muss im Materiallager sein. Jupp. Ich nehm's mal mit. Jupp, der Rest ist okay. Oh, ich kann nicht mal eine Fackel machen, scheiß drauf. Fleisch. Was macht der andere? Was macht der Koch? Bohlsuppe, perfekt. Warum habe ich Metflasche dabei? Ein Stück habe ich mitgehen lassen? Irgendwo wahrscheinlich schon. Ich habe auch Weizenkörner im Inventar. Interessant. Ja, du hast ganz vieles im Inventar. Wollen wir pennen? Ja, die könnte ich eigentlich jetzt. Ich will raus. So, jetzt. Ja, von mir aus schon. Will you marry me? Ich will doch nur. Ach, so kann ich pennen. Ach, danke sehr. So. Alle anderen sind weg, nur wir sind hier. Ich brenne im Feuer. Oh mein Gott. Wollen wir in die Mine gehen? Du, ich kann jetzt eigentlich ansehen, das, was ich im Moment da habe. Nee, lass den Typen ansehen. Oh, okay. Ich habe ja eingestellt, dass er das. Hallo, Till. Wir sind Grafen. Was willst du hier ansehen? Hallo? Du,
ich bin schon mein ganzes Leben lang ein Graf, aber das